Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das hier ist mit das Problem der Elektromobilität. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo in einem Kaff, kann man wirklich so sagen. Ist auch alles gut. Und hier steht eine Ladesäule von der Gemeinde, eine gemeindliche Ladesäule. Soweit eigentlich erstmal alles okay. 22 kW, zwei Stellplätze nebeneinander. Elektrofahrzeuge dürfen hier parken während des Ladevorgangs. Und jetzt ist natürlich auch so, dass ich mir gedacht habe, was verlangt man jetzt hier pro Kilowattstunde für diese Ladesäule? Ja, ich sage euch ganz ehrlich, 22, also erstmal frage ich mich, wer soll hier eigentlich laden? Das könnten vielleicht ein paar Leute sein, die hier wohnen, die aber keine Lademöglichkeit zu Hause haben. Aber wie wir sehen, ist in meinem Kaff, das sind alles Häuser, die hier stehen mit Garage und Co. Die können alle zu Hause laden und wenn es nur an der Steckdose ist. Also wer braucht diese Ladesäule? Ja, parken während des Ladevorgangs, vielleicht kann man dann hier irgendwie ins Rathaus, ich weiß gar nicht, hier ist noch eine Volksbank, Raiffeisenbank, irgendwas erledigen, sich dann anstecken. Aber Freunde, wie lange brauche ich im Rathaus was zu erledigen? 20 Minuten. Für 20 Minuten ziehe ich hier nicht mein Kabel raus, um an irgend so einer 11 kW Ladesäule zu laden oder 22 kW Ladesäule zu laden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn das wenigstens eine 150 kW Säule wäre, ja, dann ist es in Ordnung, da kriege ich in 20 Minuten ja auch was rein in den Akku. Aber das macht so keinen Sinn. Sondern habe ich überlegt, ja, was wird denn dieses Ding hier eigentlich kosten? Und jetzt sage ich ganz ehrlich, ich würde jetzt sagen, von meiner Sicht her, der Standort ist sehr unattraktiv, mal grundsätzlich. Ich würde mal sagen 29 Cent die Kilowattstunde. Lassen wir es mal in den 30ern sein, 35 Cent die Kilowattstunde. Fände ich noch in Ordnung, ja? Wäre okay vom Preis her. So, jetzt erstmal, wie können wir hier überhaupt laden? Und da sehen wir Laden mit einer RFID-Karte. Ja, also da muss ich wieder schauen, welche meiner RFID-Karten passen hier. Was muss ich zahlen, weil es steht nichts dran zu dem, was ich bezahlen muss. Was aber ganz schön ist, hier ist ein QR-Code mit der Möglichkeit offensichtlich mit PayPal zu bezahlen. Und was machen wir jetzt? Wir schauen uns diesen QR-Code einfach mal an. Gehen da mal rein. So, jetzt sind wir bei ePower Direct. Kenne ich nicht, habe ich noch nie irgendwie gehört oder großartig gesehen. Ich weiß gar nicht, kann man das hier so sehen auf dem Antenne-Display. Ich hoffe, man sieht das. Ja, jetzt müssen wir hier selber manuell noch den Ladepunkt eingeben. Die Ladepunktnummer verstehe ich auch nicht so ganz, warum, wenn wir hier schon den QR-Code einscannen, der ja im Grunde genommen eigentlich den Ladepunkt am besten schon beinhaltet, was er aber nicht tut. Also, dann geben wir mal den Ladepunkt ein. Das ist die BE-1883-3. Schaut euch mal diesen ganzen Aufwand an. Und für was? Dafür, dass ich 11 kW lade für 20 Minuten, weil ich irgendwas irgendwo erledigen muss? Nee. So, der Ladepunkt konnte nicht gefunden werden. BC heißt es. Okay, dann fangen wir von vorne wieder an. Meine Güte. BC-1883-3. Freunde, so macht doch Elektromobilität weder Spaß noch Sinn. Sind wir mal ganz ehrlich. Gut gemeint, aber es ist halt nicht. So, jetzt sind wir hier beim Stecker, können wir den freischalten. Jetzt kommen wir zu den Kosten. Erstmal Zahlung per PayPal oder Kreditkarte finde ich an sich ganz gut. Vor allen Dingen PayPal ist ganz praktisch. Schaut euch mal den Preis an. 63 Cent die Kilowattstunde. Es ist ja Wahnsinn. Und dann zu diesen 63 Cent die Kilowattstunde kommt noch dazu 3 Cent pro Minute nach 240 Stunden. Also wenn ich hier jetzt wirklich laden würde, weil ich hier in der Nähe wohne und das nutzen muss zum Laden, dann würde ich hier wahrscheinlich mein Auto über Nacht hinstellen, zu Fuß nach Hause gehen und wiederkommen. Das kann ich aber nicht machen, wenn ich hier nach 240 Minuten Blockiergebühren habe. Wozu hier eigentlich Blockiergebühren? Weil wen blockiere ich hier? Wen blockiere ich hier, Freunde? Genau genommen, niemanden. Ich wüsste nicht, wen ich hier blockieren soll, wenn ich jetzt hier stehe und über Nacht mein Auto lade. Also warum nochmal zusätzlich 3 Cent Blockiergebühren bezahlen? Das macht keinen Sinn. Das ist einfach unschlüssig. Und dann kommt noch dazu 58 Cent pro Session, die ich auch noch bezahlen muss. Also fürs Starten des Ladevorgangs 58 Cent. Ich weiß nicht, das ist für mich nicht Elektromobilität, Freunde. Das ist für mich wirklich nicht geschmeidig gedacht. Jetzt sehe ich hier hinten gerade noch ein Schild. Wir haben VR-Bank Zahnarzt. Ja, beim Zahnarzt muss ich vielleicht ein bisschen länger sitzen. Eine Apotheke, Krankengymnastik, Logopädie. Also wenn ich jetzt hier eine Stunde stehe, kann ich hier 11 kW reinladen. Ich sage mal ungefähr 20% kriege ich vielleicht in den Akku rein und dafür diesen ganzen Aufriss. Und dann 63 Cent pro Kilowattstunde. Da gibt es von mir echt einen Daumen runter, das macht einfach keinen Sinn. Und da möchte ich jetzt gar nicht hier diese Gemeinde Weil, die da scheinbar irgendwie die Ladestation mit aufgestellt hat, gar nicht die Schuld geben oder sowas. Es ist wirklich gut gedacht und immerhin, man macht ja irgendwas. Aber es ist einfach unattraktiv bis zum geht nicht mehr. Das wäre wie, wenn ich es mal mit den Verbrennern vergleiche, wie wenn ich jetzt hier einfach eine Zapfsäule hinstellen würde,
Da kann man dann zahlen mit was weiß ich was für verschiedenen Anbietern meinetwegen. Ja? Und dann verlange ich für einen Liter Sprit 2,50 Euro. So. Wo momentan der Liter Sprit irgendwie 1,50 Euro, 1,70 Euro oder sowas kostet. Ja, wer soll da tanken? Wer soll da tanken? Da tankt doch kein Mensch. So, und hier ist einfach am Ende des Tages genau das Gleiche in Grün. Und jetzt guck mal her. Das Ding ist auch noch gefördert durchs Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Keine Ahnung, wie viel das Ministerium hier dazu geschossen hat und mitbezahlt hat. Aber das ist doch keine sinnvolle Ladesäule, oder? Also ich kann es nicht erkennen. Vielleicht bin ich jetzt auch derjenige, der hier irgendwas nicht sieht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr zu solchen Ladesäulen, solchen Lademöglichkeiten oder solchen Ladepunkten steht. Ja? Als Durchreisender bringt es mir nichts. Als jemand, der hier wohnt, brauche ich es nicht. Als jemand, der zum Zahnarzt oder zur Volksbank Raiffeisenbank geht, brauche ich es auch nicht, weil ich deshalb meinen Ladekabel nicht rausziehe und erst recht nicht, wenn es regnet oder wenn es schneit oder sowas. Es kommt eh nur der Sommer bei uns in Frage. Wisst ihr, deutscher Sommer, der Regen wird wärmer. Ja, also das macht für mich keinen Sinn. Aber schreibt mal in die Kommentare bitte, was ihr dazu meint. Würde mich wirklich sehr interessieren. Sorry für die Sonnenbrille die ganze Zeit, aber es scheint tatsächlich die Sonne, möchte man kaum glauben. Ja, gut, Freunde, das soll es für mich gewesen sein. Bin gespannt, was ihr so schreibt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, läutet die Glocke, würde mich sehr freuen. Und ja, dann gibt es nur eines, Freunde, genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, euer Big Electrified. Ciao, ciao und Servus.